Also die Forschung hat sich in den letzten paar Jahren tatsächlich sehr ausführlich mit Diagnostik von schwimmerischer Leistung auseinandergesetzt. Und dabei geht es vor allem darum, im Grunde zu gucken, was sind die Voraussetzungen, die Kinder mitbringen, die man dann sozusagen in einer Intervention oder einem Unterrichtsvorhaben tatsächlich behandeln kann. Und der Fokus liegt da eigentlich sehr, sehr deutlich auf den schwimmerischen Grundfertigkeiten. Das heißt, die Forschungswelt ist sich eigentlich auch schon, oder die Expertenwelt ist sich eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren einig, dass bevor man eine Schwimmtechnik ausbildet, man eben die klassischen Grundfertigkeiten wie Tauchen, Gleiten, Springen, Schweben, Atmen, Rollen und Drehen lernen muss. Und schlussendlich ist es so, dass diese Diagnostiken, die jetzt so in den letzten Jahren, diese Tools, die man dafür entwickelt hat in vielen Ländern auf der Welt, immer mehr auch den Fokus genau auf diese Grundfertigkeiten richten. Ja, wenn die Studierenden hier bei uns ankommen, sind sie ganz oft mit sich selbst im Wasser beschäftigt. Ne? Wie schnell schwimme ich, wie gut schwimme ich, habe den Eignungstest bestanden und so weiter und so fort. Letztendlich geht es ja jetzt darum, sie wirklich dahin zu bringen, das auch zu unterrichten. Und da ist eben auch die Bedeutsamkeit der Grundfertigkeiten so wichtig. Das heißt, was wir machen im Grunde ist, wir machen sie vertraut mit der Lernstandsanalyse. Wir lassen sie ausprobieren und wir zeigen ihnen sozusagen den Eulenblick, um ihm da auch den Fokus auf diese Grundfertigkeiten zu legen. Bei dem Eulenblick geht es im Grunde zunächst einmal erstmal im Lehrbecken darum zu schauen, wer kann überhaupt schon untertauchen? Wer vertraut dem Wasser so sehr, dass es im Grunde gar kein Problem ist, vollständig mit dem Kopf unter Wasser zu gehen? Ne? Wenn ich das nicht kann, brauche ich erstmal die Lernanlässe, um das zu können. Das ist eine ganz, ganz wichtige Strukturierung letztendlich an der Stelle. Wenn ich schon gut untertauchen kann oder wenn meine Kinder das schon gut können, dann muss ich schauen, ob sie schon die Kompetenz haben oder schon erfahren haben, dass das Wasser sie tragen kann, also ob sie schweben können, um dann eben sich auch letztendlich im Wasser gut fortbewegen zu lernen. Das wäre im Grunde für die Kinder, die das schon können. Wenn ich jetzt Kinder habe, die gut untertauchen können, die gut schweben können und die sich auch im Tiefwasser eigentlich ganz sicher fühlen und sagen, ja, ich kann schwimmen, dann kann ich mit denen die blaue Bahn machen. Und bei der blauen Bahn teste ich neben der Strecke von 20, 25 Metern eben auch, ob diese Grundfertigkeiten, die sie ja zuvor gelernt haben, auch im Tiefwasser und auch in einer, ich sag mal, komplexeren Bewegung gut zusammenpassen und gut funktionieren. Das heißt, sie müssen reinspringen, sie müssen untertauchen an mehreren Stellen, sie müssen schweben zeigen, sie müssen Wassertreten zeigen, sie müssen die Bauch- und die Rückenlage zeigen. Und dann kann ich ganz gut ableiten, ob jemand schon gut tiefwassertauglich ist und ob man mit ihm gut eben dann alle möglichen Schwimmtechniken, Fortbewegungsformen dann im Tiefwasser weiter erarbeiten kann. Genau, also es ist die Grundlage von Lernstandsanalyse ist ja zu diagnostizieren, wo steht mein Kind und dann passende Lerngelegenheiten zu entwickeln. Die Idee dieser differenzierten Lernstandsanalyse ist eben auch zu erkennen, welche Kinder brauchen zum Beispiel Lerngelegenheiten, um noch unterzutauchen, welche können aber auch durchaus schon Fortbewegungsformen erlernen, um dann sozusagen passenden Schwimmunterricht zu machen. Denn eigentlich ist es ja nicht so schön, wenn ich sage, okay, es gibt zwei, drei Kinder, die ich untertauche und dann muss die ganze Gruppe Wasserspritzspielchen machen. Die ganze Stunde lang, weil dann habe ich keinen Kompetenzerwerb mehr für die Kinder, die das eigentlich alles schon können. Ja, und um das genau hinzukriegen und im Grunde dann auch den Unterricht wirklich passend für auch unterschiedliche Könnenstufen in der Lerngruppe zu gestalten, kann ich den Eulenblick sehr gut einsetzen. Also es ist durchaus möglich, sich den Eulenblick auch noch anzueignen, wenn man jetzt nicht mehr Studierender der Sporthochschule ist. Und dafür haben wir die Community Die Eule und das Schwimmen gegründet. Ihr könnt einfach auf unsere Webseite gehen, dort wird der Eulenblick erklärt. Und es gibt auch die Möglichkeit, an Materialien dazu ranzukommen. Und wir sind auch gerade dabei, das als App zu entwickeln. Und wenn man gerne bei diesen ganzen Entwicklungen und Studien dabei sein möchte, dann kann man sich als Eulenlehrkraft bei uns melden und registrieren. Ja, also im Grunde ist es ja so, dass Kinder, und das sehen wir in den Grundschulen ganz häufig, total motiviert sind und total Lust haben auf Schwimmunterricht. Und eigentlich muss es ja darum gehen, diese Lust auch bis in die weiterführende Schule hin zu halten. Und was man da gut machen kann, ist im Grunde wirklich passende Aufgaben für ihren Lernstand eben zu geben, damit sie eben auch das Gefühl haben, sie entwickeln sich und da passiert was. Ja, und das ist im Grunde, wenn die eben noch nicht untertauchen, kann man Stück für Stück daran bringen,
eben untertauchen zu lernen. Und es kann eben auch sein, dass in der weiterführenden Schule Kinder das noch nicht können und genau das nochmal lernen sollen. Denn im Grunde geht es ja darum, ihnen diesen Bewegungsraum näher zu bringen, weil es gibt ja so unglaublich viele ganz tolle Möglichkeiten, sich im, am und um Wasser zu bewegen. Es ist ja nicht nur der Schwimmsport, sondern am Ende ja auch jeglicher Aufenthalt im, am und unter Wasser, den wir den Schülerinnen dann näher bringen wollen.